Du brauchst Geld für eine Unternehmensgründung oder für eine Wachstumsphase? Nun, dann gibt es ganz unterschiedliche Finanzierungsmittel, die ich dir heute zeigen darf. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr rufen uns Hunderte von Menschen, wenn nicht gar über 1000 an, die auch diese Frage haben: Wo kriege ich Geld her für meine Gründung, für meine Wachstumsfinanzierung? Nun, als erstes Finanzierungsmittel kommt die Sparsocke unter deinem Kissen zum Vorschein. Dort liegt dein Erspartes, dein Eigenkapital. Und das hast du natürlich am besten, wenn du genügend Mittel hast, um dein Unternehmen zu starten. Solltest du aber nicht genügend Mittel haben, dann brauch bitte dieses Eigenkapital nicht auf, sondern du musst es verwenden zur Abbildung der Eigenkapitalquote, um dann später Fremdkapital hinzuzunehmen. Die zweite Möglichkeit für Finanzierungsmittel sind Friends and Family, wo du Geld einsammelst, wo Menschen an dich glauben, die entweder ein Darlehen, ein zinsfreies Darlehen geben oder vielleicht sogar eine Art stille Gesellschaft abschließen oder sogar sich beteiligen in deinem Unternehmen mit einer echten Beteiligung, sodass dann diese Fremdmittel auch wieder eigenkapitalähnlich bewertet werden können. Nun, eine dritte Form sind Lieferantenkredite, wo du beispielsweise nicht sofort bezahlen musst, wie es normalerweise im B2B-Geschäft Zug um Zug Pflicht ist. Die Leistung wird erbracht, das Geld wird bezahlt. Bei Lieferantenkrediten können Zahlungsziele vereinbart werden. Und wenn du früher zahlst, nun, dann kriegst du 2% beispielsweise das Konto. Du solltest aber darauf achten, wenn du diese Arten von Krediten nutzt, dass wenn du das hochrechnest auf ein gesamtes Jahr, dass du bis zu 60% eine Zinslast dann zu tragen hast. Die vierte Möglichkeit, an Finanzierungsmittel zu bekommen, ist Media for Equity. Wir haben beispielsweise einen Gründer, der dann einen Deal gemacht hat, dass er Firmenbeteiligung gibt auf der einen Seite oder Gewinnanteile gibt gegen Leistung eines Mediaunternehmens in Form von TV-Sendezeit, in Form von Plakatwerbung, in Form vielleicht digitaler oder Printwerbung. Auch das eine gute Möglichkeit für einen Gründer, eine große Reichweite zu bekommen, dafür keine Eigenmittel einzusetzen und im Tausch dafür Gewinnanteile oder Unternehmensanteile anzubieten. Die fünfte Möglichkeit ist, einen Business Angel zu gewinnen, der nicht nur Kapital in die Firma gibt und damit auch Anteile hält, sondern der sich auch persönlich einbringt durch seine persönliche Lebenserfahrung, durch seine Kompetenzen, durch seine Netzwerke, durch andere Ressourcen, die er zur Verfügung stellt oder sogar Kunden- oder Lieferantenkanäle aufbaut. Durchschnittlich kann man so sagen, investiert ein Business Angel gerade in den Frühphasen deiner Unternehmensentwicklung bis zu 100.000 Euro. Auf der anderen Seite steht er dir aber auch zur Verfügung, mehrere Tage im Monat, vielleicht sogar täglich am Anfang, für Coaching, für Mentoring und Beratungsprozesse. Die sechste Möglichkeit ist nun, dass du zu einer Bank gehst und einen Geschäftskredit beantragst. Nun, wenn du jünger bist als 3 Jahre und nicht über solide Jahresabschlüsse und gute Gewinnentwicklung oder Umsatzentwicklung verfügst und dann auch noch nicht die Sicherheiten hast, die die Bank sich wünscht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du bei der Geschäftsbank Geld bekommst. Die siebte Möglichkeit ist, dass du sogenannte Peer-to-Peer-Kredite beantragst, wie zum Beispiel bei Smava. Das ist möglich, weil dahinter die Fidobank steht und die BaFin dann auch das grüne Licht dazu gegeben hat. Nun, der Nachteil ist, dass meistens kleine Summen zustande kommen, so ähnlich wie beim Crowdfunding. Auf der anderen Seite ist es so, dass dann auch ein höherer Zinssatz gegeben wird, weil das Risiko auch größer ist. Die achte Möglichkeit zur Erschließung von Finanzierungsmitteln, nun, das sind Fördermittel. Und wir unterscheiden hier in 2 Arten. Es gibt sogenannte Darlehen, die sind zwar auch gefördert, weil du die Bürgschaft entweder mitgeliefert oder günstiger bekommst, weil der Zinssatz bezuschusst wird und weil du eine tilgungsfreie Zeit hast. Die zweite Art von Fördermitteln, das sind sogenannte verlorene Darlehen, also Zuschüsse, die nicht rückzahlbar sind, und es gibt sicherlich auch Kombinationen davon. Der Vorteil ist, du als Gründer kriegst auch ohne eine 3-jährige Abbildung deiner unternehmerischen Vergangenheit mit guten BWA und GUVs überhaupt Gelder. Der Nachteil ist, nun, es gilt eine ganze Reihe von bürokratischen Auflagen zu erfüllen, einen Businessplan zu erzeugen, der glaubwürdig ist und dann noch 2 oder 3 Mal im Monat Bankenprozess abzuwarten. Die neunte Möglichkeit ist nun, Investoren zu finden, die nicht Business Angels sind, sogenannte Privatanleger, die Risiko- oder Wagniskapital zur Verfügung stellen, um dann entweder echte Firmenanteile zu haben oder stille Gesellschaften aufzubauen, um dann eigenkapitalähnliche Mittel auch für dich zur Verfügung stellen, um weiteres Fremdkapital hinzuzubeantragen. Eine weitere Möglichkeit ist es, dass du Kapital bekommst von Venture Capital Gesellschaften, von Wagniskapitalgebern, die von mehreren Investoren die Gelder einsammeln, um sie dann bei dir zu investieren. Achte aber bitte darauf, dass diese auch Mitglied sind im DVCA, also im Deutschen Verband für Venture Capital Gesellschaften.
Als 11. Punkt gibt es dann noch das Corporate Venture Capital. Das bedeutet, dass Unternehmen wie Siemens, wie Sixt, wie Telekom sich dann an deinem Unternehmen beteiligen oder selbst eine Firma gründen, wo du dann Inhaber oder Geschäftsführer bist mit Anteilen. Und der Vorteil ist natürlich, dass diese Unternehmen nicht nur das Geld, sondern auch das Know-how und bestehende Strukturen und Infrastruktur zur Verfügung stellen für die Gründung. Als 12. Punkt gibt es noch Inkubatoren. Die unterscheidet man in zwei Arten. Das eine sind die staatlich geförderten, also durch Steuergelder, Landesmittel geförderten Inkubatoren wie Gründungszentren, die zur Aufgabe haben, dich nicht nur zu unterstützen mit Beratung und Coaching, sondern auch mit Büroflächen, mit Kontakten, mit Netzwerken, die deine Gründung dann auch bis zu einer Wahrscheinlichkeit von 85% Erfolg sind in Studien nachgewiesen fördern können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Inkubatoren, die unternehmerische Absichten und Ziele und Hintergründe haben, wie Rocket Internet und andere Inkubatoren, die dann sich in deiner Firma strategisch beteiligen und hoffentlich nicht dein Geschäftsmodell kopieren. Und der letzte Punkt, nun, das ist das sogenannte Crowdfunding. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn meistens handelt es sich um Crowdlending. Es wird also ein Darlehen gegeben oder Crowdinvest. Das bedeutet, der Crowd-Teilnehmer hat auch das Interesse, sich bei dir einzukaufen, Unternehmensanteile zu erwerben. Das heißt, Crowdfunding bedeutet, dass Anteilsscheine, Rechnungen, Leistungsrechte, Produkte gegeben werden, getauscht werden durch Gelder, die du investierst. Und bei Lending ist ein einfaches Darlehen und bei Crowdinvest, nun, da kannst du kleine Anteile als Kleinstanleger erwerben, meistens über solche Portale wie Compernisto und andere. Solltest du noch weitere Fragen haben zur Auswahl und Bewertung der Finanzierungsmittel oder auf der anderen Seite die Voraussetzung schaffen wollen, nämlich einen optimalen Plan, eine Finanzplanung, eine Planbilanz mit der Ermittlung des Gesamtkapitalbedarfs, nun, da kannst du gerne hier einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir können dir relativ schnell aufzeigen, welche Mittel für dich überhaupt in Frage kommen und welche Voraussetzungen dann noch erfüllen musst nach den verschiedenen Interessenslagen und Fördermittelrichtlinien, um dann auch erfolgreich die Mittel zu beantragen. Gerne aber kannst du außerdem Gutschein nutzend auch unseren Kanal jetzt abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Finanzierung, entweder deines neuen Unternehmens oder deines Wachstumsvorhabens. Viel Erfolg wünsche dir dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.